Oh. 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 Ich weg. Ach ja. So, 60.000, nicht mehr 100 Lebenspunkte. Mana geht so. Jetzt müssen wir ein kleines bisschen zurücklaufen. Weiter, weiter. Hühnchen? Ja. Genau, hier geht's einmal nach oben lang. Kein Jaden nehmen. Wollen wir es nochmal riskieren? Alles für eine Runentruhe. Ja, mache ich sogar. Denn ich will endlich alle Runen haben, damit ich das ausprobieren kann mit dem Dingensbummens, was dann rauskommt. Hey, sehr schön. MP plus 5. Oh. Hatte ich das etwa schon rausgefunden vor ein paar Folgen? Kann ich mich jetzt so nicht dran erinnern. Wenn nicht, dann haben wir es jetzt gerade rausgefunden. Und zwar, wenn man alle Runen hat. Oh. Hallo. Bin ich mal unsichtbar? Ja, ich weiß, ist doof, wenn ich mal unsichtbar ist. Also wenn man alle Runen schon hat, gibt es wohl Stats. Sehr gut, also müssen wir jetzt wirklich jede Runentruhe mitnehmen. Damit wir Stats grinden können, um so in den New Game plus irgendwann später besser überleben zu können. Noch gibt es ja genug zu kaufen. Aber ich denke mal, irgendwann gibt es auch nichts mehr zu kaufen. Und dann geht es nur mit sowas weiter. Also mit den Bossen. Obwohl es davon ja nur 4 gibt pro Dingens. Mit den Zwischenbossen. Mit den Zwischenbossen und mit den Runentruhen dann. Achso, euch beide nehmen wir auch noch mit. Wo geht's eigentlich noch weiter? Rechts, zweimal nach unten. 62 Lebenspunkte. Oh ja, doch. Hat sich überraschend lang gehalten, der Junge. Okay. Wir haben noch Mana, wir haben noch Mana. Schön Mana einsetzen. Wenn es zu eng wird. Nicht in ihm drin stehen. Genau. So, 75.000. Kommt er langsam in den Paladin-Barbaren-Bereich? Ja, erstmal Ende hier. Und jetzt geht's zurück zum Eingang, dann nach rechts und dann haben wir ganz viele Abzweigungen. Ja, und den Terrorblob dürfen wir nicht töten, weil ich sonst in Versuchung komme, weiterzuspielen. Also im nächsten New Game Modus. Obwohl das ja nicht wirklich schlimmer wird, es wird nur ein Ticken langsamer alles. Also es gibt keine Tier 4 Gegner, das will ich damit sagen. Es kommen jetzt nicht Ritter, die doppelt so groß sind und fünfmal mit dem Schwert zuhauen. Sie werden einfach nur mehr Schaden machen und mehr aushalten. Das ist echt nur Gewöhnungssache, wie ein Gegner funktioniert und dann braucht es später halt nur mehr Zeit. Aber es gibt auch mehr Gold. Ah, ich habe den Schuss am Ende vergessen. Und wer zur Hölle ist LXXX111? Das ist komisch. Oh ja, es war ein manuell eingetragener Held, der wohl irgendeine Art von Filter aktiviert hat. Aber gut, für einen Assassin nicht schlecht, würde ich sagen. Aber gucken, was wir jetzt haben. Jetzt haben wir einen Spelunky. Ja, dafür ist die Versuchung echt groß. Wir spielen Spelunky mit nur Goldruhen und nur Sage Equip. Oder eine Lich Queen, die keine Y-Taste drücken darf. Nee, komm. Einmal will ich mir das geben. Also wir haben jede Menge Gold. Das heißt, ich kann jetzt ein paar Sachen freischalten. Und zwar hätte ich gerne das Sage Sword. Hier gehen Sage Helm. Den Sage Chest. Sage Limbs. Sage Cape. So. Tada! Ich bin Goldiman. Und ich habe keinen Dash und keinen Doppelsprung. Ja. So, Goldiman. Du hättest gerne eine Goldrune da. Eine Goldrune da. Eine Goldrune da. So.
So, mehr Gold geht nicht. Haken ist halt nur, ich werde nicht besonders gut ausweichen können, weil kein Doppelsprung. Aber ja, ist eben noch ein Fun-Charakter. Also, was wollen wir erhöhen? Wir haben 68.000. Ja, komm. So, den haben wir jetzt fertig. Wir müssen nur noch 70% Gold abgeben. Dann hätten wir noch gerne längere Unsterblichkeit. Sind wir auch fertig mit. So, und 164 Gold. Und davon kriegt er nur 70%. Ach ja, damit kann ich leben. Hm, Charon? So, mal gucken, wie viele Sekunden wir jetzt durchhalten. Also er hat schon mal nur die Hälfte der Lebenspunkte, die der Assassine hat. Dafür weiß er aber auch genau, wo die Truhen sind. Also wo ist eine Doppeltruhe? Oh, ganz da hinten. Das ist doch gemein. Das dauert echt Ewigkeiten. Oh. Das war auch ein ganz schön garstiger Raum. Kein Dash und weg. So. Ja, da ist ein Truhe, da kommen wir aber nicht ran. So, 380 pro Sack. Hier ist ein Truhe, da kommen wir ran. Oh. 6.000 Gold. Ist schön, aber dafür sind wir auch tot. ja, nee, also so klappt das nicht. Baba. Mit nichts. Da würden wir auf jeden Fall sehr weit spielen können. Archmage. Ich mag keine Archmages. Aber komm, ich hatte jetzt einen Charakter, der einigermaßen gut was brachte. Und wo ich trainieren konnte, wie man mit Assassinen spielt. Ich hatte ein Fun-Bild. Und jetzt sollte ich mal einen spielen, den ich unbedingt gerne spielen will. Einfach nur, um ihn besser spielen zu können. Mehr Mana. So, und du tausch mal dein Equipment um. Und zwar hättest du jetzt ganz gerne Siphon. Und Royal. Und einfach mehr Rüstung, damit du überlebst. Und mehr Mana. Drei Flight. Air Jump und Siphon. So, du hast jetzt Air Jump. Du hast kein Dash wie dem Schwert. Schwert müssen wir auch noch tauschen, oder? Ne, ist ja schon das Mana-Schwert. Also wir brauchen Dash. Das Sprint ist Dash, ja. Und dann bräuchten wir... Wir brauchen keinen Siphon. Der hat so viel Mana. Ich denke nicht, dass wir in die Verlegenheit kommen werden, dass wir keinen Mana haben. Ich denke, wir würden eher sterben. Also nehme ich lieber Blut. Einmal runter skalieren. Blut. Blut. Wir haben wirklich alle Runen. Jo. Also. Doppelsprung, Dash, dreimal Blutentzug. Was für Sprüche hast du? Zeitstopp. Boah, ja, sehr schön. Mal dich. Und gucken wir mal, wie viel Schaden der so macht. Wobei wir immer bedenken müssen, das ist halt zwar New Game Plus Plus, aber mit einmal runter skaliert. Also werden wir jetzt Tier 2 Gegner haben. Das müsste dann einigermaßen gut klappen. Wobei wir unsere Int nicht besonders hoch gepusht haben. Drei Treffer, ich weiß ja nicht. Oh. Ja, drei Treffer, das ist... Okay, anderer Zauber. Zing. Auch drei Treffer. Und magische Crits? Fragezeichen. Habe ich bisher nicht drauf geachtet. Gibt es die auch? Schauen wir mal. Oh. Geh weg. Falscher Gegner, um eine Axt auszuprobieren. Lalala. Ich glaube, damit spiele ich erstmal eine Weile.
okay, man kann immer noch in die Dinger reinfallen. Au. Ja, das ist echt ganz schön mächtig. Also ich verballer gerade tierisch viel Mana unnötig, aber das ist lustig. Au. Au. Komm, stirb endlich. Den Zeitstopp hätte ich mal richtig gerne mit dem Spell Sword. Boah, das muss geil sein. Das ist echt die perfekte Kombination, oder? Dann macht man diesen... Au. Zeitstopp. Und bringt den Gegner einfach schnell genug um, dass man durch den Kill, das ist durch das Aufschlagen, genug Mana wiederbekommt. Oh, da war eine Kanone versteckt mit dem doofen Magier. Aber ja, gib mir bitte mal einen Dragon. Einen Riesendragon. Nö, Space Sword. Kann nicht ordentlich lesen. Damit komme ich vollkommen klar. So. Wir haben kein Gold für irgendwas. Ist dein Equipment das gleiche wie beim Magier? Brauchst auch Blut, weil Ziffern bringt dir nichts. Das Schwert bringt dir nur mehr Mana. Und Ziffern brauchen wir es auch nicht. Ich glaube, ich wechsle hier rauf, damit wir mehr Schaden machen. Sonst noch was? Umhang. Nö. Nö, nö, das müsste sogar okay sein. Also Schackkram ist jetzt nicht unbedingt das Tollste vom Tollen, aber... wollen wir runterskalieren mal wegnehmen? Ich glaube schon. Komm, nimm mal runterskalieren weg. Und dafür hätten wir gerne Blut. So, wir haben Doppelsprung, wir haben Dash, wir haben kein Schwert in der Hand. So. Gucken wir mal, wie weit er jetzt kommt. Ich weiß, wir hatten vor ein paar Folgen schon mal einen ziemlich guten Run mit dem Spell Sword. Yeah. Dran. Oh. Wow. Der macht ja richtig viel Schaden inzwischen. Okay. Wir haben doch runterskaliert. Genau. Das wollte ich doch nicht. Was habe ich denn dafür rausgenommen? Na gut, räumen wir halt ein bisschen auf. So, so. Bye bye. Zing, zing. Oh. Jungs. Wenn das jetzt alles blaue Augen gewesen wären, dann hätte ich ein wichtiges Problem. Also die Tier 3 Augen. Hallo? Kaputt? Hey, du bist doch nicht kaputt. Kaputt, kaputt. Also. Oh. Quietsch, quietsch, quietsch. Falscher, richtiger. Aber jetzt, wo wir schon runterskaliert sind, könnte ich auch versuchen. Jetzt könnte ich versuchen, einigermaßen auszuweichen. Danach könnte ich versuchen, den Mini-Bosser zu finden. Für Statuen. Also ich sollte gar nicht so sehr die Räume auseinandernehmen. So. Sondern stattdessen einfach mehr Räume aufdecken. Also gucken wir mal. Zim. Zim. Weg. Oh. Und wir finden sowas. Ist ja auch schön. Gold, 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 Gold. Gold, Gold, Gold. Ja, komm, ich nehme auch mit, sonst vergesse ich das eh später. Schön. 10.000 Gold. Schwupp, schwupp. An dich kommen wir nicht ran. Sollten wir nicht stehen bleiben. Ein runter und links noch. Du bist auch kein Miniboss. Gab es ja nicht pro Etage nur einmal. Ich hatte da nicht so wirklich drauf geachtet.
So. Gold. Aber ich glaube ja. Also es gibt einmal diese zwei schwarzen Brüder, diese Magier. Dann gibt es diese Killerpflanzen. Dann gibt es die zwei roten Skelette. Dann gibt es Boris, diesen Ritter. Sonst fällt mir ad hoc nicht so wirklich viel ein. Kaputt. So. Mana 50%.